Die Auseinandersetzung um Corona-Tracing wirft im Moment riesige Wellen. Ich komme auch unzählige Mails und Zuschriften über und möchte darum ein paar klarstellende Worte jetzt da an alle die, die mich angegangen sind, äußern. Das Wichtigste vorab. Die App ist weder das Teufelszeug, die definitive Einführung von der Stasi, wie das gewisse Leute befürchten. Nein, ist es auf der anderen Seite ein Allheilmittel, das uns wird erlauben, plötzlich nicht mehr müssen, all die Restriktionen aufrechterhalten, die wir jetzt im Moment unterworfen sind. Es ist ganz banal ein Hilfsmittel, das klassische Tracing kann ergänzen kann und es möglich macht, dort ein bisschen mit technischer Unterstützung schneller vorwärts zu kommen. Was ist der Grund, warum die App nicht so böse ist, wie man das von einigen sagt? Zuerst einmal ganz simpel, der Zweck. Der Zweck, versuchen zu helfen, die Epidemie einzudämmen, versuchen zu helfen, dass Leute, die angesteckt sind, das aber noch nicht merken, weiter die Krankheit an andere weitergeben. Das ist sicher einer der besten Zwecke, wo man sich für so eine App vorstellen kann. Und viele von denen, die jetzt aus Datenschutzsicht Totalüberwachung kritisiert, haben erstens nicht verstanden, wie die App technisch funktioniert. Dass die sensiblen Daten praktisch eigentlich nur auf dem eigenen Handy sind und nicht in einer zentralen Datenbank. Sondern sie sind vor allem erstaunlich naiv, zum Teil jedenfalls in Bezug auf das, was heute schon an Datensammlung passiert. Sei das die Vorratsdatenspeicherung, die der Staat heute macht in der Schweiz auf legaler Grundlage leider. Sei das die riesigen Datensammlungen, wo die Online-Daten kracken, die grossen Plattformen, Google, Facebook und wie sie heißen, von uns allen anlegen. Auf der anderen Seite muss man aber auch vor überzogenen Erwartungen warnen. Es gibt, das weiss man unterdessen, viele Leute, die positiv sind, die auch ansteckend sind, die aber das Virus nicht dazu führt, dass sie selber Symptome haben. So die sogenannten asymptomatisch kranke Personen, und ich rede jetzt nicht von der Inkubationszeit, solche Personen, die kommen weder im klassischen Tracing noch im App-Tracing irgendwie ins System hinein. Wer nämlich keine Symptome entwickelt, der meldet sich auch nicht. Und entsprechend werden auch nicht die Leute benachrichtigt, die mit ihm oder mit ihr in Kontakt waren. Zweitens muss man auch sagen, dass die App natürlich wird falsche, positive Indikatoren angeben. Das heisst zum Beispiel, wenn Leute weniger als 2 Meter voneinander sind, über eine Viertelstunde lang, aber von einer Plexiglasscheibe trennt, dann wird das natürlich als Kontakt ausgewiesen. Drittens ist natürlich nur schon die Grundlage, 2 Meter und 15 Minuten, eine Daumenregel. Das heisst nicht, dass man, wenn man die zu 100% befolgt, sicher nicht angesteckt wird. Und umgekehrt ist es auch so, dass solche, die länger als eine Viertelstunde in der Nähe von jemandem sind, die angesteckt sind, nicht zwingend dadurch das Virus auch überkommt. Wenn man eine ungenaue Grundregel, die es aber braucht, übersetzt in Technik, dann bleibt sie gleich ungenau wie vorher. Darum ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die App wird nicht dazu führen, dass man kann Vorsichtsregeln außer Kraft setzen kann. Man wird also weiterhin müssen sich überlegen, welche Arten von Veranstaltungen das man zulässt und welche nicht. Man wird weiterhin müssen die 2 Meter Distanz haben. Man wird weiterhin müssen, dort wo das nicht möglich ist, möglichst alle Leute auch eine Maske tragen. Und man wird weiterhin auch müssen schauen, dass man den Kontakt zu anderen möglichst einschränkt. Und das ist eigentlich die schlechte Botschaft. Es wird sicher noch ein Jahr gehen, bis man wirklich Impfstoff hat im breiten Ausmaß. Vielleicht sogar auch noch ein paar Monate länger.
Das kann im Moment niemand sagen, aber bis das nicht der Fall ist, ist es so, dass auch eine App uns nicht von dieser außerordentlichen Situation kann entlasten. Sie kann nur helfen, dass die, die ein potenzielles Risiko haben, weil sie mit jemandem in Kontakt gewesen sind, dass die vielleicht noch ein bisschen eher davon wissen. Vor diesem Hintergrund ist der Entscheid vom Parlament sicher auch richtig, dass man sagt, nach einer Testphase, die kann so schnell und so gross sein, wie sie bisher geplant ist, sollte aber schnellstmöglich eine saubere gesetzliche Grundlage vor das Parlament. Das heisst, dass in der Juni, in der Sommersession, das Parlament idealerweise in einem schnellen Verfahren schon in der ersten oder spätestens in der zweiten Woche kann über ein dringliches Bundesgesetz entscheiden. Und dort drin kann man auch die Sachen regeln, die bis jetzt eigentlich viel zu wenig diskutiert werden. Man redet bis jetzt vor allem über Technik und ihre Vor- und Nachteile. In so einem Gesetz muss man aber vor allem auch klarstellen, dass Freiwilligkeit nicht nur heisst, dass man selber entscheidet, ob man die App abladet und einsetzt, dass man selber entscheidet, ob man eine allfällige Ansteckungsmeldung in das System hineingibt und was man macht, wenn man die Information überkommt, man sei möglicherweise in Kontakt mit jemandem, der infiziert ist. Sondern Freiwilligkeit heisst auch, dass muss sichergestellt sein, dass die Menschen, die sich entscheiden, die App nicht zu brauchen, keinen Nachteil haben, dass es nicht zum Beispiel dort plötzlich heisst, ein Restaurant lädt nur noch Menschen rein, die die App installiert und in Betrieb haben. Gleichzeitig gehört zu einem funktionierenden System auch die Möglichkeit, genügend Tests zu machen. Das heisst, dass Menschen, die den positiven Verdacht haben und dann nachher sich in Quarantäne begeben, nach dem Zeitpunkt der Inkubationsperiode, also ab dann, wenn dann der Test auch anschlägt, dann wirklich schnell auch Zugang haben zu einem Test. Und dass das nicht eine Sache ist, die vielleicht aus finanziellen Gründen auch gar nicht gemacht wird oder weil schlicht die Kapazität nicht da ist. Und von dem her ja, hoffe ich, ein bisschen geklärt haben. Mir geht es, und auch der Mehrheit der Kommission, ist es nicht darum gegangen, jetzt einen Test zu behindern oder zu verzögern. Wir haben gleichzeitig aber die Infos auch bekommen, dass von allem Anfang an nie vorgesehen war, dass man so eine App ab dem 11. Mai quasi auf alle 8,5 Millionen Leute in der Schweiz loslässt, sondern dass es klar zuerst die Testphase braucht. Das Zweite aber auch, dass es nicht nur um Datenschutzfragen geht, sondern um gesellschaftliche, um rechtliche Rahmenbedingungen und auch um gesundheitspolitische Rahmenbedingungen. Die müssen erfüllt sein, nicht zuletzt auch, dass es genügend Leute hat, die das klassische Contact Tracing mit dem zusätzlichen hilfreichen Input von der App ergänzt können durchführen, damit wir am Schluss doch die Möglichkeit haben, die Krankheiten respektive die Virusausbreitung in den Griff zu behalten. Damit das alles funktioniert, ich wiederhole mich, aber das ist das Wichtigste, damit das alles funktioniert, muss die Anzahl von neuen Fällen auch beherrschbar sein, unter einem gewissen Level. Und damit das wiederum so bleibt, heisst es auch weiterhin Sicherheitsmassnahmen, Distanz halten, Hände richtig waschen und dort, wo man nicht Distanz halten kann, Maske tragen.